Der Kurs des Videospielentwicklers Take-Two Interactive, der vor allem bekannt ist für Rockstar Games mit Spielen wie beispielsweise GTA 5 oder Red Dead Redemption 2, ist im Kurs um 11% gefallen. Und da stellt man sich natürlich die Frage, woran hat es gelegen, dass die Aktie fällt? Und vor allem auch, sollte man diese Situation nutzen, um nachzukaufen oder sollte man vielleicht sogar die Aktie verkaufen? Bevor wir aber ins Video reinstarten, erstmal vorab, das ist keine Anlageberatung und ausschließlich meine eigene Meinung. Und es könnte auch ein Interessenkonflikt entstehen, weil ein Großteil meines Portfolios selbst in Take-Two Interactive investiert ist. Als allererstes gucken wir uns die Quartalszahlen an und diese sind eigentlich gar nicht mal so schlecht. Vorab, bevor ich da jetzt reinstarte, in den ganzen Sachen, die ihr zukünftig in diesem Video sehen werdet, da steht da Geschäftsjahr oder beziehungsweise Fiskaljahr 2022. So, das ist einfach nur das Geschäftsjahr und es spiegelt halt trotzdem 2021 wieder. Also als erstes gucken wir uns jetzt mal die Net Bookings an. Also das sind quasi die Zahlen der verkauften Produkte in dem Zeitraum. Und prognostiziert wurde vom Unternehmen 635 bis 675 Millionen US-Dollar Umsatz. Tatsächlich sind es aber 711 Millionen US-Dollar Umsatz. Also hat Take-Two Interactive quasi ihre eigenen Prognosen um 15% geschlagen. Also jetzt kommen wir auf die zwei Faktoren zu sprechen, warum ich glaube, dass Take-Two Interactives Kurs gerutscht ist. Und das ist erstmal der operative Cashflow. Und dieser hat im Fiskaljahr 21, im Q1, nämlich 445 Millionen US-Dollar betragen. So, und im Fiskaljahr 22, also das jetzige, 148 Millionen US-Dollar gerade mal. So, also über die Hälfte hat es sich verschlechtert, sogar mehr. Und Fiskaljahr 22, also das Gesamtjahr, soll auch ziemlich schlechter ausfallen mit gerade mal 380 Millionen US-Dollar insgesamt. Vorjahr waren es schon 912 Millionen US-Dollar. Ja, also wir haben hier einen signifikanten Abfall. Außerdem haben sich die Capital Expenditures, also die CAPEX, von 9 Millionen US-Dollar auf 86 Millionen US-Dollar im ersten Quartal erhöht. Und das liegt primär daran, dass zwei neue Bürogebäude im Raum UK gebaut werden. So, und der zweite Grund, dass Take-Two's Kurs gefallen ist, ist einfach das Jahresergebnis bzw. der Gewinn pro Aktie. Denn dieser soll für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert vom Unternehmen gerade mal 1,95 bis 2,20 Dollar betragen. So, und bei einem Kurs von 160 US-Dollar und bei einem, ich habe jetzt einfach mal so ungefähr den Wert in der Mitte genommen, 2 US-Dollar als Gewinn pro Aktie für dieses Jahr, beträgt das KGV 80. So, und das ist nicht gerade wenig. Und ja gut, aber ob das wirklich so schlimm ist, wie es jetzt scheint, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Also jetzt gibt es mal einen kleinen Ausblick von mir selbst für das Geschäftsjahr 2022 und ja, das Geschäftsjahr wird auf jeden Fall schlechter. So, aber das war auch vorauszusehen. Also jeder, der jetzt die Aktie deswegen abverkauft, weil jetzt mal ein bisschen schlechteres Quartal war, der ist für mich einfach ein irrationaler Investor. So, es war doch klar, dass jetzt viel weniger Leute Videospiele spielen, konsumieren und halt insgesamt auch weniger Spiele kaufen. So, weil im letzten Jahr hatten wir viel mehr Lockdowns etc., wo wir einfach viel mehr Zeit hatten. So, aber im Jahr 2021 jetzt hat sich die Lage schon dramatisch verbessert. Also ist es natürlich auch klar, dass viel weniger Leute insgesamt Videospiele spielen werden. Aber trotzdem denke ich, dass das Jahr nicht ganz so schlecht sein wird. Weil erstmal, es kommen noch Spiele auf den Markt dieses Jahr von NBA und WWE 2K, was ja jetzt auch wieder in Fahrt gekommen ist. Das kam ja 2020, kam die Version davon nicht raus. Und Take-Two Interactive prognostiziert ja auch selbst einen Umsatzrückgang. So, aber wenn wir uns das jetzt mal in der Historie angucken, konnte Take-Two Interactive fast jedes Jahr und jedes Quartal ihre Ergebnisse schlagen. Deswegen schätze ich, dass ungefähr der Umsatz auf dem gleichen Niveau bleiben wird. So, der Gewinn bzw. der operative Cashflow wird ein wenig drunter leiden. Aber wir investieren ja jetzt nicht für das nächste Geschäftsjahr, wir investieren ja für 10, 20 Jahre. Hoffe ich zumindest, dass du das tust. Deshalb kann ich persönlich jetzt aber auch mit diesen kurzfristig schlechten Ergebnissen leben. Wir haben jetzt schon mal festgestellt, dass 2021 kein Rekordjahr für Take-Two Interactive wird. Aber wenn wir uns beispielsweise mal die Pipeline angucken von Take-Two Interactive, dann sehen wir, dass 62 Games zurzeit in Entwicklung sind. Und 23 davon sind Immersive Core. Und das ist nach Definition von Take-Two Interactive Spiele mit tiefem Gameplay und vielen Stunden Spielzeit. Und
diese Spiele, diese Immersive Cores, da fallen nämlich auch GTA 5, Red Dead Redemption 2 oder auch NBA 2K unter diese Kategorie. Und dafür hat Take-Two Interactive in den letzten zwei Jahren über 1500 Spieleentwickler neu angestellt, um halt diesen ganzen Bedarf an Entwicklung zu decken. Was zusätzlich positiv ist, ist, dass sie einfach den Trend vom Mobile Games Markt erkannt haben, ja? Weil dieser wächst nämlich langfristig in den letzten paar Jahren schon viel stärker als Konsole und PC zusammen. So, und deswegen haben sie halt jetzt einen vermehrten Fokus auf Akquisitionen. Also zum Beispiel 2017 haben sie das Mobile Games Unternehmen Social Point übernommen und die sind zum Beispiel bekannt für das Handyspiel Dragon City. Und dieses Jahr haben sie noch das Mobile Game Unternehmen Nordeus übernommen. Was außerdem neu ist bei Take-Two, das sind die sogenannten Standalone Games. Und hier wird einfach aus dem Hauptspiel quasi der Story-Modus entfernt und einfach nur der Online-Modus angeboten. So, und hier zum Beispiel bei Red Dead Redemption Online hat man einfach statt 60 Euro jetzt nur 20 Euro bezahlt. So, und für Leute, die eh nur den Online-Modus spielen wollen, ist das natürlich viel lukrativer, weil die viel weniger Geld ausgeben müssen. Und Ende dieses Jahres soll auch noch eine Standalone-Version für GTA Online erscheinen. So, und jetzt kommt es zum interessantesten Teil des gesamten Videos. Das ist nämlich die GTA 6-Berechnung, was ich prognostiziere, was das Spiel erbringen wird, wenn es rauskommt. So, und das ist sogar eine tatsächlich konservative Schätzung, aber darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Also, ich bin von einem durchschnittlichen Preis für das Spiel von 40 Euro ausgegangen. So, weil die Spiele werden ja nach und nach immer weniger wert. Ja, die werden günstiger angeboten, damit sie halt gekauft werden einfach. So, und das ist jetzt schon eigentlich ziemlich sehr konservativ angesetzt mit 40 Euro im ersten Jahr. Der Absatz, den habe ich auf 60 Millionen Spiele geschätzt. Jetzt kann man sagen, boah, Sascha, das ist doch viel zu viel. So, aber wenn wir uns beispielsweise mal angucken, ersten Monat nach dem Release von GTA 5 wurden schon 29 Millionen Spiele von GTA 5 verkauft. So, und der Vorgänger GTA 4 beispielsweise hat insgesamt gerade mal 25 Millionen Spiele verkauft. Das heißt, in einem Monat wurde mal eben die Rekordzahl vom Vorgänger getoppt. Und damit kommen wir auf einen Umsatz von 2,4 Milliarden US-Dollar. Und ich bin jetzt mal von einer Gewinnmarge von 20% ausgegangen und damit kommen wir auf einen Gewinn nur fürs erste Jahr von GTA 6 auf 480 Millionen Euro. Und bei diesen Zahlen sind keine DLCs, keine Sharkcuts oder sonstiges dabei. So, jetzt kann man natürlich dagegen bringen, ja, das ist doch aber jetzt nur für dieses Jahr. So, ja, ist es. Aber in den nächsten Jahren wird das Spiel erstens weiterhin verkauft, plus wird das Unternehmen sicherlich auch noch Zusatzinhalte mit auf den Markt bringen. Also ich gehe schon stark von DLCs raus, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, weil in der Vergangenheit wurde ja auch ziemlich viel mit kostenlosen DLCs gemacht. Aber auch die Sharkcuts an sich werden sicherlich auch noch viel Geld einbringen. Ein weiteres Argument für diesen hohen Absatz ist auch einfach, dass die Gaming-Community allgemein, es gab früher 2013, wo GTA 5 rauskam, viel weniger Gamer und auch viel weniger Leute, die mit GTA, mit dem Franchise an sich bekannt waren. So, im Jahr 2023/24 sieht das schon ganz anders aus, beziehungsweise auch jetzt schon. Man sollte aber nicht davon ausgehen, dass jedes einzelne Geschäftsjahr nach dem Release von GTA 6 so aussehen wird. Und bevor wir zu einem Fazit kommen, bitte ich dich nochmal, diesen Kanal hier zu abonnieren, damit du in der Zukunft auch ja, keine souveräne, detaillierte Aktienanalyse ja, mehr verpasst. Also Fazit. Wer von einem Unternehmen, das auf wenige Produkte angewiesen ist, plus in einer zyklischen Branche aktiv ist, erwartet, dass es jedes Jahr um 10-20% wächst und immer die guten Zahlen im Quartalsbericht stehen, ja, der hat ganz einfach an der Börse nichts verloren. Also, wenn man wirklich an meinen Investment Case glaubt, dann wäre selbst ein Einstieg bei 160 Euro oder mehr noch lukrativ. Und um das ganze Video jetzt nochmal abzurunden, möchte ich mit einem Zitat vom CEO Strauss Zelnick enden. Und das lautet: Never bet against Rockstar Games.